Ja, Tag, Freunde. Ich stehe jetzt hier mitten im Kaisergarten am Schloss Oberhausen bei der viel und hochgelobten Brücke über den Rhein-Herne-Kanal, die Slinky Springs-Brücke, ja, vielfach ausgezeichnet, unzählige Male abgelichtet. Jetzt muss ich da auch noch irgendwie meinen Senf zugeben, ne? Tue ich aber nicht. Stattdessen genieße ich hier diesen wunderschönen Freitagnachmittag. Der Sohnemann ist auf dem Kindergeburtstag und ja, da bist du ja raus als Elterntier, ne? So. Abgesehen davon möchte ich immer mit dem wunderschönen Spielzeug hier, diesem Videostabilisator, mich vertraut machen. So richtig klappt das Ganze noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich damit glücklich werde. Mal gucken, was das kann. Ausprobieren. Wir gehen jetzt einfach mal über die Slinky-Brücke. Dann können wir gleichzeitig mal sehen, ob das mit diesem Video-Dingsbums hier gut klappt oder auch nicht. Jedenfalls ist das gar nicht so einfach. Hier ist wie immer viel los. Ach ja, wir haben ja auch einen schönen Spätsommertag, ne? Und eigentlich kommt man ja immer wieder gerne hierher im Kaisergarten. Ach, das sieht wunderschön aus. Tja, seien wir mal ehrlich, das hat schon was, hier gemütlich ein bisschen abzubummeln. Ach, am Rhein-Herne-Kanal Schiffchen gucken, das ist Balsam für die Seele. Ah, Freunde, wir stehen zwar nicht auf dem Gasometer und erst recht nicht im Sturmesbrausen, aber das, was wir hier so sehen, ah. Das macht schon Spaß. Ui, 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 ui. Ach so. Wenn man hier ein bisschen stehen bleibt, dann merkt man es genau, ne? Da ist Bewegung drin. Also das ganze Ding, das wackelt tatsächlich, ne? Eigentlich gibt es ja nichts Schöneres als Schiffchen gucken am Kanal. Und da kommt schon eins. Eigentlich relativ leise, ne? Wenn man genau hinhört. Die Beveland. Schön.
Ja, liebe Leute, das war's auch schon hier von mir in aller Kürze aus dem Kaisergarten. Ich genieße hier noch ein kleines bisschen den Freitagnachmittag bei allem feinsten Spätsommerwetter. Ich würde vorschlagen, kommt doch auch mal wieder in den Kaisergarten, genießt den kleinen Zoo hier und einfach mal ein paar gute Stunden. Das lohnt sich immer wieder. Also, macht's gut, bleibt gesund, bis dahin, ciao.